Recht herzlich willkommen zur 147. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir die Städte nochmal abgeklappert und haben geguckt und hatten zum Schluss was gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei Adenau und wir können mal gucken, dass wir jetzt, wenn wir das schon abgeklappert haben, nochmal die Listen aufmachen mit den Haltestellen und Bezeichnung wartend absteigen ist ja ganz gut. Und dann sind wir jetzt hier und hier haben wir 3184 Leute, die nach Döbeln wollen. Okay, das bedeutet, ja, dann sollten wir überlegen, was wir da jetzt machen. Mach mal die Karte auf hier. So. Wir haben ja jetzt von hier nach da eine Schiffslinie. Wo jetzt gerade einer ankommt, oder ist der noch nicht mal davon? Weißt du, ich weiß gar nicht. Müssen wir mal gucken. Welcher ist das jetzt hier? Wo ist er? Wo versteckt er sich? Der fährt sogar nach Riedenburg. Dann können wir mal gerade gucken, wo die anderen hier sind. Da fährt einer gerade weg. Ja, Döbeln Floto und der fährt weg. Wo sind denn weitere? Also die könnte man eigentlich hier irgendwo erkennen, aber ist ein bisschen schwach, ne? Der fährt auch weg. Also wir könnten ja auch mal hier die Größe ändern. Dann sehen wir das auch besser. Da gibt es noch ein Schiff. Das fährt aber auch weg. Na, das ist jetzt Wasser, ne? Sehr schön. Oh. So, jetzt aber. Ja, das fährt auch da lang. Das haben wir. Hier unten sind noch ganz viele. Okay, die kreuzen gerade und das ist, aber wir sind schon wieder vorm Ende. Wer ist das denn hier eigentlich? Ah, das ist ein Postschiff, das fährt wohl woanders lang. Da ist einer, der fährt in diese Richtung. Der fährt nach da hinten. Entschuldigung. Ja, der fährt weg. Der fuhr weg. Der fuhr auch weg. Und hier war auch noch einer, der auch noch wegfährt, ne, oder? Ne, der fährt hin, aber. Ja, es ist definitiv reichlich Passagiere, die in die falsche Richtung fahren. So, und wir wollten jetzt gucken, und das war schon hier richtig, wie regeln wir das jetzt, dass wir von da nach da fahren oder da? Also ich würde sagen, wir fahren hier hin. Gucken mal zu. Das ist unterste Ebene. Gehen wir erstmal hier hin. Da ist mit Bahnsteig hier nebenbauen nicht mehr so ganz so. Da können wir aber hier so anbauen. Das sollten wir vielleicht mal tun. Machen wir das mal auf und wir nehmen da. Was können wir denn fahren? Das ist die Frage, ne? Geschwindigkeitsmäßig. Obwohl, wir legen 210er Gleise, egal wie schnell die können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hier lang. Das passt schon mal. Und das auch. Ein 6er Bahnhof. Den bauen wir dann aber mit ein paar Leuten mehr, die dahin sind. Das ist hier Nordost. Machen wir mal so. Ist das richtig rum? Und das andere ist, ja, sieht gut aus, ist dann der, der da lang geht. Das sieht gut aus, oder? Ja, das sieht schick aus. So gefällt es mir, so hätte ich es gerne. Dann machen wir gerade bei Sonderhausen den anderen Bahnhof. Wo ist Sonderhausen? Bitte melden. Hier ist Sonderhausen. So, und wo kommen wir da an? Sinn macht es ja hier dann bei der Bahn anzukommen. Da haben wir hier einen Bahnhof, der damit dran ist. Das würde bedeuten, hier machen wir eine Wechselstelle rein. Das passt doch. Gut, 210er Gleise. Bevor uns die einer hier wegschnappt, machen wir das schon mal dahin. Und senken den Berg ab. Zweimal, 210 und weiter geht's. Da fahren wir erstmal ganz runter, ne? So, dann den Bahnhof da nochmal hin. Das war dieser für den oberen, glaube ich. 5, 6. Und der daneben für den unteren. Passt. Läuft.
So, jetzt müssen wir nur die Enden zusammen vorstellen. Ja, wo geht man jetzt hier lang, ne? Großes Stück Erde hier. Ich glaube, wir fahren hier gerade runter, oder? Gehen dann auf dieser Terrasse lang. 210. Oder wir bleiben noch ein Stück auf der oberen, ne? Das können wir auch machen. Vielleicht fahren wir da dann runter. Gucken wir mal, wie wir hier rüberkommen. Ach so, okay, da ist das im Weg. Dann bleiben wir mal davor. Und den da lang. Und gehen darüber. Und darüber. Das ist doch schon mal schön. Passt. Da müssen wir eine Spitze absenken. Die. So, dann fahren wir da auf jeden Fall runter. Bis dahin. Oder nicht? Ne, wir bleiben erst noch auf dieser Terrasse. Okay. So sieht's ganz nett aus. Und da lang. So. Und dann da weiter. Das sieht doch gut aus. Wo müssen wir noch hin? Nach da hinten müssen wir noch. Okay. Ich glaube, da kommen wir nicht nebenher, oder? Leider nicht ganz. Das bedeutet, wir machen mal bis hier hin. Erstmal. Da auch. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Dann komme ich da runter, ne? Also kann ich ruhig bis hierhin rangehen. Und mache dann da die Abfahrt runter. Das sieht doch gut aus, oder? Und da nochmal runter. Das hat gut geklappt. So, und dann fahren wir darüber. Dann müssen wir gucken, dass wir es hier jetzt hinkriegen, ne? Okay, das sieht jetzt mau aus. Da sind wir schon einen zu weit nach da, ne? Kommen wir wohl nicht anders raus, wieso? Aus der Nummer. Das geht da nicht hin. Das bedeutet, hier müssen mehr Kurven hin, oder wie? Aber so viele Kurven will ich jetzt gar nicht machen, ne? Das geht. Bis dahin. Ja, das ist erstmal gut. So, der zweite Gleis oder das zweite Gleis ist jetzt nicht so dolle. Da müssen wir nämlich jetzt was machen hier mit Erdarbeiten, oder? Bis hierhin geht sogar. Da kann man keinen Tunnel durchbohren, ne? Ob falsche Taste. Was machen wir jetzt? Müssen wir wegmachen, ne? Ne, rüberfahren tue ich nicht. Dann machen wir jetzt hier Erdarbeiten. Jetzt die Frage, geht das hier mit? Reicht das? Ich glaube schon, oder? Können wir von da bis nach da durchziehen. Und
da lang. So, jetzt müssen wir hier gucken, wo wir da lang fahren. Läuft natürlich direkt auf die Dingens zu. Wir hätten natürlich auch. Aber wir müssen nachher wieder runter, aber kommen nicht drum rum hier irgendwie. Wir müssen da erst hoch, ne? Die Straße ist da schon. Ja, da wäre es jetzt genau auf dem Stück von der Straße. Also bedeutet das, wir fahren erst nach hier. Hier geht es halt ein bisschen langsamer vonstatten. Und da müssen wir dann gucken, wie wir das da machen. Hier muss erstmal eine Brücke hin für die Straße. Straße, 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 Straße ist das. Straße abreißen. So, dann eine Brücke bauen. Ist das hier? Spanbetonbrücke. Und 100 km/h, das ist gut. Passt, ne? Nur hier ist schlecht. Kommen sie nicht drauf. Teure Straße wird das. Findet keinen Weg mehr. Müssen wir mal gucken, ob er den nicht gleich doch noch findet, wenn wir hier die Erdarbeiten hinter uns haben. So, jetzt muss er wieder fahren. Mal gerade hier noch gucken. Ah, er fährt auch schon wieder, geht also. Da ist noch eine Ecke, die kann weg. So passt's, oder? Gut, Gleise weiterbauen. Okay. Okay. Hier fahren wir auf jeden Fall schon mal hoch. Daneben müssen wir eine Aufschüttung machen. Ja, passt. 210er Gleis wieder rausgesucht. Hoch. Und da ist es zu eng. Das heißt, wir fahren hier wohl rüber. Ja, na, wieder die 5 gedrückt auf dem Ziffernblock. Also bedeutet das, hier können wir schon mal so machen. Und von da nach da. Leider andersrum. Passt. Passt auch. Und dann da lang. Und dann kommen wir da unten schon gleich raus, ne? So. Wie machen wir es hier am besten? Einmal aufschütten und zwar da und wegnehmen. Zweimal da. Gleise wieder her. Ist das so richtig oder nicht? Dann weiß ich noch nicht. Muss ich noch mal gucken, dass wir erstmal hier eine Aufschüttung machen. Und die Straße muss da weg. Und dann kommt das schnelle Gleis da erst rüber. Okay. Und das war falsch. Das ist richtig. So, das haben wir angeschlossen. Das auch. Hier müssen wir noch ein bisschen umbauen. Die Straße gerade machen. Gut, und die Stelle weg. Und das 210er Gleis verlängern. Passt, ne?
So, dann brauchen wir hier noch eine Kreuzung und das Signal hier zum Auswählen. So. Dann nochmal das 210er Signal, weil wir müssen mal ab und zu so eine Dingens machen. Glaube, das könnten wir hier machen. Da machen wir mal gerade ein Signal so hin. Genau. Dann passt das schon mal. Irgendwo hier hinten nochmal das Ganze. Denke mal hier. Da können wir den Lokschuppen hinsetzen eigentlich, obwohl der ist ein bisschen weit weg von den Zielen. Das bringt dann auch nichts. So und so. Das mal so stehen. Das Ende machen wir gerade noch weg. So passt's. Der kann übrigens zu, weil den Weg haben wir jetzt dann doch schon gefunden. Hier müssen wir noch mal verbinden. So, jetzt müssen wir gerade noch mal gucken, wo war das? Hier haben wir schon gekreuzt. Und hier können wir irgendwo noch mal kreuzen. Ja, machen wir hier dahin. 210 nochmal. Passt. Signale hin. Passt. Dann das Signal. Achso, da müssen wir nochmal kreuzen. Machen wir hier unten, oder? Ja. Und dann machen wir da das Auswahlsignal hin. Passt. So, und dann setzen wir hier einen Lokschuppen hin, oder? Da nicht ganz so schnell raus. Und das kann alles zu, denke ich dann. Dann brauchen wir eine neue Linie. Eisenbahn. Ne, Straßenbahn. Eisenbahn ist hier. Neue Linie. Von da nach da hinten. Wo kommen wir raus, wenn wir hier entlang fahren? Zu weit in der Richtung. Hier ist noch die Linie. Das heißt, hier kommt jetzt weiter halt hin. Passt. Das ist dann fertig. Und das Kind nennen wir dann Döbeln Sonderhausen. Fertig. Und dann wieder zum Lokschuppen. Ist der Lokschuppen, na, und einen Zug ausgewählt. So, oh, das sind ganz viele Personenzüge. Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. Intercity Speisewagen. Und da ist wahrscheinlich der passende dazu, ne? Ist überfüllt, schön. Ja, dann brauchen wir eine Lok dafür, ne? 200 km/h. Hier ist auch noch einer mit 200 km/h. Postwagen allerdings. Ist die Frage, ob wir den mitnehmen, ne? Lass uns erstmal eine Lok gucken. Oh, das sieht aber mau aus. 140. Ich glaube, wir haben gerade ein Geschwindigkeitsproblem. Ja, 140 maximal, ne? Dann ist das so. Dann Höchstgeschwindigkeit 100-200 km/h. Das ist der Speisewagen. Dann machen wir erstmal den Postwagen dahinter. Dann zwei davon. Dann einen davon. Und den Rest machen wir hier mit. Oh.
Der ist zu viel gewesen. Und kopieren das Ganze, oder? Aber erst setzen wir den auf Linie, döbeln so nach Hausen und kopieren das Ganze dann. Zwei Stück sollte gehen. Und dann kann man den starten. Oh, der fährt aber komisch raus. Warum fährt denn der da lang? Ach so, weil er nicht anders kann. Das Ausfallsignal ist da, ja. Gut, dann ist das so. Jetzt ist Gleis besetzt, deswegen fährt er nicht rein. Ist ja auch nicht verkehrt. Dann kriegt er das ja sogar hin mit dem Dingens. Sind da denn welche eingestiegen? Oh, doch tatsächlich drei Leute schon da. Cool. Ja, 140 Sachen fährt er schon. Gucken, was er jetzt weiter so macht. Kriegt er schon mehr Gäste? Post ist noch nicht drin. So, der ist da, aber er kriegt keine Ladung. Gut, okay, das muss ich natürlich noch etablieren. Wird aber schon werden. Warte mal. Machen wir einen Fahrplan gerade auf. Einfach aus dem Grund, weil ich dem anderen ein bisschen mehr Vorsprung gewähren will. Eigentlich müssten wir das so machen, dass der da erst ankommt und dann fahren wir den zweiten wieder los. Dann sind die ungefähr gegengleich, ne? Ja, warten wir es gerade ab. Machen wir den nochmal zurückfahrend. Weil jetzt sammeln sich ja welche, dann kann er auch noch ein paar mitnehmen. Schafft er das zu drehen? Das ist die Frage. Sehen wir gleich. Er steht da direkt schon an der Weiche. Wahrscheinlich klappt das gar nicht. Probieren wir gleich aus, wenn wir soweit sind. Nochmal hier verfolgen. Aber wir können ja mal hier schneller machen. So, und dann schließen wir das und gucken, ob er da noch rumsetzt. Er setzt noch rum, alles klar. Dann halt den mal gerade an, bis der andere auch aus dem Bahnhof wieder fährt. So, der hat schon 210 Gäste, das ist schon mal cool. Der fährt jetzt raus und los geht's. So, jetzt sind sie gegengleich. Wo ist denn die Mitte dann? Müssen wir mal gucken. Ich würde die hier so schätzen, dass hier auch die Mitte so ungefähr ist. Mal gucken, ob dem so ist. Oh, ja. No, war gar nicht schlecht geschätzt. Hier ist die Mitte. Gut, die sind beschäftigt. Ich habe gar nicht geguckt. Na, der hat 217 Passagiere schon mal. Alles klar, das ist dann auch in trockenen Tüchern. Jo, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Wenn ihr es noch nicht habt, dann abonniert mich. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und da gibt es auch noch so eine Bimmelbammel, die könnt ihr auch noch drücken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich was Neues hochlade. Festen Plan habe ich eigentlich, bis auf die Vorgestellt-Serie. Da kommt halt ab und zu was zwischen Donnerstag und ja, Freitag, Donnerstags oder Freitags kommt dann nochmal was. Mal schauen, ob wir da nicht wieder mal was machen können. Nochmal nach irgendeinem Update ein Spiel haben. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!